Dass ihr zu meinem 100-Tage-Meditations-Challenge-Video eingeschaltet habt. Ich habe mir ja an Neujahr vorgenommen, 100 Tage am Stück, jeden Tag 30 Minuten zu meditieren. Und ich habe es geschafft, 101 Tage durchzuhalten. Übrigens das erste Mal, dass ich einen Neujahrsvorsatz durchgehalten habe. Und ich möchte euch jetzt davon berichten. Zu Beginn der 100-Day-Challenge habe ich natürlich eine ganz romantische Vorstellung davon gehabt. Ich dachte mir, ich werde jeden Tag an einem anderen Ort meditieren, im Einklang mit mir und der Umwelt, mich wohin setzen und die Erleuchtung erleben. Allerdings war das in echt gar nicht so einfach. Sobald ich mich versucht habe, an öffentlichen Plätzen hinzusetzen und zu meditieren, wurde ich von den Leuten natürlich ganz komisch angeguckt, angesprochen. Und Leute haben sich zu mir gesetzt. Das hat also überhaupt nicht funktioniert. Außerdem war Winter. Januar, Februar, März, das sind jetzt nicht die besten Monate, um draußen zu meditieren. Deswegen sind all die schönen Plätze, die ich mir so in meiner Vorstellung vorgenommen habe, leider nicht ideal gewesen. Deswegen habe ich fast die ganze Zeit bei mir zu Hause meditiert. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg bei eurem Tag 1. 30 Minuten trotz Kater geschafft. Heute ist mir die Challenge etwas schwer gefallen, aber ich bin froh, dass ich es geschafft habe. 100-Day-Challenge. Aber so ist die Realität der Meditation nun mal. Man ist alleine, man ist selten an spannenden Orten, man ist mit sich beschäftigt und es ist eine Reise zu sich selbst. Was hat mir die Meditation gebracht? Also ganz wichtig, sie hat mich entspannt. Und gerade an hektischen oder besonders stressigen Tagen oder in unangenehmen Situationen habe ich durch die Meditation eine Ruhe und Gelassenheit empfunden. Langfristig habe ich bemerkt, dass viele Situationen sich dadurch auch entschärft haben oder ich Momente, die ich früher vielleicht als stressig empfunden habe, gar nicht mehr als solche wahrnehme, sondern mit einer ganz anderen Gelassenheit durch anstrengende Situationen gehen kann. Dann macht die Meditation natürlich glücklich. Vielleicht nicht die ersten Tage, vielleicht nicht in den Tagen, in denen man darauf konzentriert ist, dass der Po vom Sitzen wehtut oder dass es kratzt oder dass die Nase läuft und man sich jetzt unbedingt die Nase putzen muss oder dass man vielleicht daran denkt, dass gerade eine WhatsApp reingekommen sein könnte und man die unbedingt checken möchte. Wenn man das alles mal hinter sich lässt und der Körper sich darauf einlässt, was ungefähr so nach 30, 40 Tagen stattfindet, dann entsteht ein Glücksgefühl und das ist ganz toll. Was übrigens auch ein schöner Effekt von der Meditation war, dass ich gelernt habe, mein Handy wirklich wegzulegen, es auf lautlos zu machen, die Haustürklingel abzustellen, das Telefon auszustöpseln und ganz sicher 30 Minuten komplette Ruhe hatte. Und diese Ruhe vom Alltag, der ja wirklich total laut ist und man ist ja permanent erreichbar, diese Ruhe, die tut gut. Das werde ich auf jeden Fall mitnehmen aus dieser Challenge in mein zukünftiges Leben. Zukünftiges langes Leben. An manchen Tagen kann es passieren, dass man bei der Meditation negative Gedanken hat. Und es kann auch passieren, dass sie nicht weggehen. An solchen Tagen habe ich für mich entschieden, die Meditation abzubrechen und zu einem späteren Zeitpunkt nochmal zu tun. Es ist schwer, da sonst wieder rauszukommen. Ganz einfach. Und später nochmal neu anfangen, tat mir immer gut. Wir sind ja hier noch in einem Greenscreen-Studio. Das habe ich jetzt gewählt, um einfach nachträglich die schönen Orte zu mir zu holen. Wenn ich schon nicht zu den schönen Orten kommen konnte, dann konnten die schönen Orte zumindest zu mir kommen. Meine Meditationstipps für euch. Nicht hungrig sein, nicht satt sein, nicht zu viel Wasser getrunken haben, sonst muss man nämlich pullern. Alle Telefone ausmachen,
Türklingel ausmachen, den Leuten, die in deiner Nähe sind, Bescheid geben, dass du nicht erreichbar bist, dich bequem hinsetzen. Für mich ist es der Schneidersitz. Viele haben unter ihrem Po dann ein Sitzkissen, weil der Schneidersitz nicht die bequemste Haltung ist. Das Sitzkissen muss, je unbequemer du den Schneidersitz findest, desto höher muss dein Sitzkissen sein. Am besten alle Haare aus dem Gesicht, damit dich nichts kratzen kann, was rumfliegt. Hinsetzen, eine bequeme Haltung finden und auf den Atem konzentrieren. Ach ja, und ganz wichtig, einen Wecker stellen. Das Zeitgefühl kann dir schon einen Streich spielen. Deswegen ist es wichtig, dir das Handy zu stellen, dass du genau weißt, wann die 30 Minuten vorbei sind. Teilweise ist es wirklich schwer, lange stillzusetzen. Besonders für Menschen wie mich, die ganz hibbelig sind und immer auf Achse sind. Mir hat es geholfen, wenn ich die Meditation nicht gleich morgens gemacht habe, wo ich noch so voller Energie bin, sondern vielleicht nach dem Sport oder nachdem ich zumindest einmal am Block gelaufen bin und mich etwas bewegt habe. Gut für mich funktioniert hat auch die Meditation abends, auch teilweise nach 22 Uhr. Da war dann manchmal zwar das Gedankenkarussell schon sehr groß, weil ich schon viel erlebt hatte an dem Tag, aber mit der Zeit habe ich gelernt, es abzuschalten. Und dann war es ein wunderbarer Einklang fürs ins Bett gehen abends. Mir hat die 100-Day-Challenge total viel Spaß gemacht. Schön war, dass mich so viele Menschen begleitet haben und das quasi eine Teamsache war. Schön war auch zu sehen, was mit dem Körper passiert, wenn man 100 Tage etwas tut. Und wer weiß, vielleicht werde ich mir demnächst eine neue Sache suchen, die ich auch 100 Tage versuche durchzuhalten. Ciao!